3650 Tage, 87.600 Stunden, 5.256.000 Minuten, 315.360.000 Sekunden. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Die Dielen knarren und die Fenster sind blickdicht verriegelt. Ich stehe in Dunkelheit, der Zugang für das Licht versiegelt. Das ganze Chaos um mich rum wird langsam unerträglich. Das Echo durch die Türen wird lauter und es überschlägt sich. Jetzt ist es Zeit, die Scheiße auszumisten. Der Fußboden und die Türen werden jetzt rausgerissen. Jede noch so kleine Enttäuschung kratzt sich aus den Ritzen. Denn anders lässt sich hier kein Ausweg finden. Jetzt ist es Zeit, die Scheiße auszumisten. Der Fußboden und die Türen werden jetzt rausgerissen. Jede noch so kleine Enttäuschung kratzt sich aus den Ritzen. Denn anders lässt sich hier keinen Ausweg finden. Entlang der Flure unzählige vernagelte Räume, endlose Gänge gepflastert mit zerschlagenen Träumen. Dahinter nur buchstäblich begrabene Freunde, die die Zeit nicht überlebt haben und mein Ableben versäumten. Hinter jeder dieser Türen sind die Wände voll mit Schriftzeichen. Leider wird dafür all die Farbe dieser Welt nicht reichen. Und so fange ich an zu streichen, übermal alle Andenken. Früher mal Maske absetzen, heute muss ich sie versenken. Empathie und Sympathie, doch für euch nur gratis Therapie. Und mir hängt die Scheiße nach bis in die Psychiatrie. Und so bleiben leere Zimmer voll mit Echos der Verdammten. Ihr seid jetzt zwar alle weg, doch für mich noch nicht gegangen. Die Scheiße auszumisten. Der Fußboden und die Türen werden jetzt rausgerissen. Jede noch so kleine Enttäuschung kratzt sich aus den Ritzen. Denn anders lässt sich hier kein Ausweg finden. Jetzt ist es Zeit, die Scheiße auszumisten. Der Fußboden und die Türen werden jetzt rausgerissen. Jede noch so kleine Enttäuschung kratzt sich aus den Ritzen. Denn anders lässt sich hier kein Ausweg finden. Auf mein Gesicht fällt der erste Sonnenstrahl. Ich seh draußen die Äste hinter 1000 Tonnen Stahlbeton. Wo ich jetzt wohne, ist alles still und alles kommt zur Ruhe. Doch irgendwo da hinten fallen Türen zu. Egal was auch passiert, ich glaub es würde mich nicht schocken. Die neue Farbe ist noch nicht mal wirklich richtig trocken. Da erreicht mich schon ein Widerhall und der bringt mich ins Stocken. Die Bretter brechen und die Wände kriegen Risse. Erinnerungen brennen sich durch das reine Weiß und mein Gewissen. Mein Fokus verschwimmt und ich zieh mich selbst nur tiefer, Mann. Ein falscher Gedanke und alles fängt wieder an. Jetzt ist es Zeit, die Scheiße auszumisten. Der Fußboden und die Türen werden jetzt rausgerissen. Jede noch so kleine Enttäuschung kratzt sich aus den Ritzen. Denn anders lässt sich hier kein Ausweg finden. Jetzt ist es Zeit, die Scheiße auszumisten. Der Fußboden und die Türen werden jetzt rausgerissen. Jede noch so kleine Enttäuschung kratzt sich aus den Ritzen. Denn anders lässt sich hier kein Ausweg finden. Wenn über mir das ganze Dach dann kollabieren würde. Der Fußboden und die Türen werden jetzt ausgerissen. Auch wenn ich dadurch meinen allerletzten Halt verlieren würde. Jede noch so kleine Enttäuschung kratzt sich aus den Ritzen. Auch wenn dadurch mein Herz vielleicht erfrieren würde. Denn anders lässt sich hier kein Ausweg finden. Denn anders lässt sich hier kein Ausweg finden.